Bärbel ist da, Tanja, Markus. Und Bild und Ton sind gut. Sehr gut. Danke, Markus, für die Rückmeldung. Hatten wir noch gar nicht gefragt, ja, sowas. Für heute Thema Rangordnung. Ich finde ein sehr spannendes Thema. Mhm. Bin ich völlig bei dir? Das, den tollen Spruch, das klären Sie unter sich. Das ist ja so ein typisches Rangordnungsspruch, sag ich mal. Ja, wobei, das ist das Spannende daran, ne? Also ich glaube nicht, dass ganz viele Menschen auch wissen, was dieser Spruch wirklich beinhaltet. Dieses, das klären sie unter sich und das machen doch Hunde unter sich aus und lass doch, das ist doch sowieso das Alpha-Tier. Oder aber wenn Menschen schon zu mir ins Training kommen und sagen, ja, also ich bin ja der Rudelführer, ich muss das jetzt erstmal lernen. Oder dass es immer noch diese Begriffe gibt, die halt aus alten Zeiten irgendwie nochmal so übernommen werden und auch, ja, ich sag mal, sehr gut verbreitet werden. Das ist echt schwierig in der heutigen Zeit, finde ich immer noch. Also das ist die eine Fraktion und die andere Fraktion ist dann halt die sehr, sehr ruhige, sehr gelassene Hundehalter-Sicht, die im Endeffekt sagen, ach, ist ja auch nicht schlimm, aber es gibt dann noch die ganz andere Sicht, die dann halt sagt, mein Hund, an den darf nichts rankommen, größter Schatz aller Welt und besser gar nicht mehr mit Hunden Kontakt, weil hat schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Und das gibt natürlich auch immer wieder große Diskussionsrunden auf Spaziergängen, auf Hundewiesen etc. Also auch mir ist das am vorgestern noch passiert. Also das ist nicht lustig. Magst du vielleicht einen Unterschied erklären? Also Rangordnung und Rudelstellung, das finde ich ist ja so, hört sich ja sehr, sehr ähnlich an. Aber es ist ein riesengroßer Unterschied. Also eine Rangordnung ist natürlich ein natürlicher Prozess, der wirklich unter Hunden in der Form, direkt wenn sie aufeinandertreffen, in einem Rudel leben. Wir reden also von einer Rudelbildung innerhalb eines Haushaltes. Alles andere, was sich kurz trifft auf ein Spiel, ist eine Meute. Das ist schon mal der erste Unterschied, der passiert. Die meisten Menschen sagen aber immer, ist doch ein Rudel, die spielen ja allen jeden Samstagmittag mal 2 Stunden miteinander, also ist das doch ein Rudel, die kennen sich ja schon. Ja, die kennen sich, die haben auch mit Sicherheit schon eine Form von Rudelstellung gebildet, aber natürlich ist es immer noch eine Meute. Das bedeutet also, die haben nur kurze Konkurrenzdenken. In einer, ich sag mal, Rangordnung ist das, sagen wir mal, ein natürlicher Prozess, der wirklich auch in der Form läuft, dass man Rangordnungen einer, sag mal, Situation unterbinden kann. Also es bedeutet, die Unterziehung einer Rangordnung kommt dadurch, dass das Rangbild von sich aus ergibt in der Situation. Heißt, ich kann da zwar drin eingreifen, aber ein natürlicher Prozess. Eine Rudelbildung ist auch ein natürlicher Prozess, aber die sind natürlich in einer Form des Rudelzusammenlebens in jeder Situation. Bedeutet, wenn ich also Rudelführer bin, dann bin ich wirklich der Hundehalter mehrerer in einer gemeinsamen Haushalt lebenden Rudelstellung. Wenn ich also in eine Rangordnung reingebe, ist das ein Bereich, der nur Hunde untereinander betrifft. Aha. Okay. Deswegen reden die Wissenschaftler sehr viel von Rudelstellungen. Daher kommen auch diese ganzen wissenschaftlichen Begriffe mit, ich weiß nicht, ob das sich schon so grundbekannt ist, hinten ist alles in Ordnung, dieser lustige Spruch, der halt durch diese Wolfsbeobachtung passiert, kommt natürlich dann auch darüber raus, dass die Menschen immer wieder sagen, dass diese Stellungen von vorne ist ein Späher in einer Gemeinschaft und der hintere ist eigentlich nur der auf alle aufpasst. Und was man natürlich dabei gesehen hat, in den Wolfsrudeln bildete sich das sozusagen. Und in dieser, ich sag mal, eigenen Rangordnung, ohne dass ein Zugriff dazu drauf passierte, war diese Rangordnung eine ganz andere. Das heißt, dann bezog es sich immer nur auf den einen Prozess. Also nach dem Motto Umfutter, Aufmerksamkeit, um Liegestellen, um irgendwelche wichtigen Wasserstellen. Dann ist es immer nur der eine Prozess. Bei dieser Rudelstellung geht es sich wirklich um den Alltag. Also wer ist wirklich der Aufpasser? Wer ist der Polizist? Wer ist derjenige, der dahin rangeht? Wer ist derjenige, der nach vorne sofort geht und sagt, ich bin der sicherste von allen? Wer ist der Aufpasser, der sagt, ach, du musst jetzt mal gehen, du musst jetzt mal gehen, du musst mal gehen, ich warte hier und wenn ihr tot seid, dann bin ich erst dran. Es gibt ja dann solche Beobachtungen, die in den wissenschaftlichen Bereichen sehr, sehr, sehr weit verbreitet worden ist. Das hat man auch versucht. Und auch wahrscheinlich auch sehr glücklich versucht, in sehr vielen Hundesprachen auch zu übersetzen. Darüber gab es auch sehr, sehr viele Diskussionen. Das heißt, man sieht ja auch sehr viele Hundeschulen und Hundetrainer, die nach diesem System arbeiten, was auch völlig außer Frage auch bestimmt gut ist, weil jeder hat ja auch ein ausgeprägtes System. Und das muss man das System dann auch von vorne bis hinten beurteilen und nicht immer nur eine Momentaufnahme. Das ist mir wichtig, dass man das immer im komplexen Bereich sieht.
Wenn ich also eine Rangordnung zu Hause habe, wo es sich immer nur um einen Moment handelt, also nach dem Motto um die Aufmerksamkeit des Menschen, um Futtergabe innerhalb von 3, 4, 5 Hunden, dann ist das natürlich schon noch was anderes. Und das muss ich natürlich dann auch führen können, auch als Hundehalter. Und dann habe ich natürlich was anderes, wie das, was die Rudelbestimmungen damals in dieser Wissenschaft besetzt. Okay. Bitte nochmal. Deswegen war für mich wichtig, dass wir mal das Thema über Sinn und Unsinn von Rangordnungen reden. Also das heißt ja, es gibt ja diese Rudelführergeschichten nach dem Motto, das klären die unter sich, aber wenn ich pfeife, hat der Hund zu kommen. Und das muss man natürlich auch vor Augen halten, dann ist man kein Rudelführer oder kein der richtige Hundetrainer, hat dann das richtige Wort gefunden oder wie auch immer, sondern hat was damit zu tun, dass das Dressur ist. Das hat nichts mehr mit Rudelführer zu tun. Das ist Dressur, es ist ein Abruf eines dem Hund konditionierten Begriffes. Also ein Komm oder Hier oder ein Pfiff oder was weiß ich was, ist ein konditionierter, erlernter Ablauf. Und das ist natürlich etwas anderes. Also wenn ich richtig Rudelführer bin, dann kläre ich die Diskussion, indem ich da durchgehe und sage, Entschuldigung, hier eben mal nicht. Und dann folgt mir mein Hund von sich aus mit, ohne dass ich was tun muss oder ohne dass ich was sagen muss. Dann bin ich auch ein korrekter Hunde-Rudelführer, wenn man das mal so sehen darf. Aber nicht über eine Dressur. Und eine Rangordnung ist natürlich, ob die Sinn oder Unsinn macht. Das ist das, was wir jetzt gleich mal beklären werden. Denn es geht ja nicht nur um unter Hunden mit mehreren Hunden zusammenzuleben, sondern eine Rangordnung auch mitunter zwischen einem Mensch-Hund-Team und natürlich auch, wenn sich Hunde auf dem Spaziergang als Meute kurz treffen, sind da auch Dinge zu klären, die vielleicht rangordnungsrelevant sind. Und das sind, glaube ich, Dinge, die ich gerne mal auch so ein bisschen auch mal durch die Welt puffen möchte, um da mal ein bisschen Aufklärung auch zu besetzen, denn es wird immer noch viel an alten Mythen festgehalten und das wird einfach durch Mund-Propaganda weitergehalten, leider auch durch sehr viel Halbwissen. Und ich glaube, wenn man sich damit mal ein bisschen durchs Internet surft, dann weiß man am Ende gar nichts mehr, weil man so viel mitbekommen hat. Und man, am Ende ist man plötzlich in eine Richtung und denkt, das ist toll, dann liest man die nächste Seite, dann denkt man, ach, diese Richtung ist toll. Am Ende muss man halt einfach den Unterschied erkennen können. Und das ist mir wichtig, dass wir das erkennen können. Ja, da wirst du uns ja hoffentlich gleich aufklären. Sinn und Unsinn, ob die das unter sich klären oder nicht. Du hast ja selber auch mehrere Hunde. Würdest du denn erkennen können, ob du einen ranghohen oder einen rangniedrigen Hund bei deinen 3 Hunden dabei hast? Ich finde das sehr schwierig. Das geht schon los. Ich glaube, ich habe es auch falsch eingeschätzt. Ich meine, wir haben ja schon zusammengearbeitet, aber ich meine, da habe ich das auch falsch eingeschätzt. Das Bauchgefühl gibt was anderes her, ne? Wie das, was eigentlich im Endeffekt, wenn man es richtig übersetzt und einschätzt, dann auch was anderes sehen kann. Ist es denn für dich, wonach hast du denn, sagen wir mal, deine Rangordnung bei deinen Hunden gesehen? Eigentlich mehr, wer eher nach vorne gehen will und es klären will. Ich glaube aber, es ist ja genau der, der souveräner ist, oder? Ja. Das ist, dann so. Ist ja ein das ganz anderer. Also deswegen sage ich ja, ich habe es falsch eingeschätzt. Ja. Das Komische ist ja, dass man immer auch da sehr schnell bei dem Thema Rangordnung mit dem Thema Dominanz durchspricht. Und man möchte ja gerne damit auch sagen, dass derjenige, der dominant ist, auch derjenige ist, der sicherste im Rudel ist. Weil er ja logischerweise durch das Wort Dominanz schon klar macht, dass er so einen Heiligenschein um sich rum hat, die meisten Muskeln hat, das beste Power und dem größten Selbstbewusstsein durch die Gegend geht und sagt, ich bin's einfach. Und das ist dann eben auch dieser Mythos, der sehr schnell durchgesprochen wird. Denn Dominanz geht meistens vom Unsichersten aus. Und das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich auch bewiesen. Also es heißt, jemand, der dominant ist und sich da hinstellt und sagt, hier, ich bin es einfach und platzt in alles rein und überschätzt sich mitunter selber, ist das nur jemand, der mal rantestet, wie weit er gehen kann. Und das heißt also, er ist in sich der Sache ja gar nicht sicher, weil er testet sich ja daran. Er ist vielleicht laut, präsent, pinkelt sehr hoch und zeigt, wer er ist. Das hat man doch im normalen, souveränen Leben doch gar nicht nötig. Das ist eben genau der Aspekt. Überlegt mal, wenn ihr euch, ich sag mal, ein Büro vorstellt, wo 5 Leute drin arbeiten, einer von denen ist Chef, der Chef ist nicht der Lauteste mitunter, also nicht unbedingt derjenige hat dann auch am meisten zu sagen, wer am lautesten ist, dann würde man nicht sagen, boah, der ist dominant, sondern da ist doch wirklich der Effekt, dass man sagt, der hat was zu sagen und der ist gut. Und das ist doch, glaube ich, etwas anderes. Der lässt das eher mal langsam auf sich zukommen und klärt dann, wenn er gebraucht wird. Und das macht man bei Hunden tatsächlich genauso. Heißt also, dominant ist noch lange nicht derjenige, der die Rangordnung immer anführt, sondern der leider mitunter am unsichersten ist. Vielleicht können wir ja den Zuschauern mal bitte eine Rückmeldung geben, wer vielleicht mehrere Hunde im Haushalt hat.
und ob die wissen, wer da der Rang höhere ist. Unter dem jetzigen Wissen. Mit dem jetzigen Wissen. Genau. Ja, das ist nämlich genau der Aspekt. Viele Leute glauben nämlich immer, sag mal, dass dieses Dominanzverhalten einfach auch so viel aussagt, wenn man halt auch spazieren geht. Man hört ja immer, der tut nichts. Das ist derjenige, der meistens dann auch sehr unsicher ist. Deswegen tut der meistens ja auch nichts. Der geht nur in einer Scheinattacke auf den anderen Hund los. Das ist laut, das ist Protest, das ist klarmachend, sich im Endeffekt größer machend. Und diese Darstellung meint man sofort, wenn der auf einen zukommt, oh Gott, wie schlimm ist der eigentlich? Wenn ich den aber als Unteralter einmal anbrülle und sage, lass meinen Hund in Ruhe, zuckt der sofort meist zusammen und sagt, oh Gott, Entschuldigung, ich habe meinen Test hiermit sofort unterbrochen. Wenn ich das nicht mache und mein Hund wird davon völlig erschrocken, von diesem ja, präsenten, aufmüpfigen, dummen Verhalten, was da gerade kommt, dann kann das ganz schnell zu einer Rangelei kommen. Und derjenige, der sagt, der tut nichts, das ist derjenige, der meint, ja, mein Hund ist ja sowieso stark genug, kein Problem. Blöd ist einfach nur, da kann ganz schnell die Rangelei bei passieren. Und bitte nicht dieses Gefühl haben von, das klären die unter sich. Niemals. Dankeschön. Ja, ich höre das auch immer wieder. Da werde ich auch des Öfteren mal angekackt, wenn ich meine Hunde zur Seite nehme, wenn ein anderer Besitzer kommt und der Hund läuft frei und sagt, ja, lassen Sie, das sind doch Hunde, die müssen das doch unter sich klären. Ja, ich habe leider letztens tatsächlich meine totale Fassung verloren. Ich bin letztens durch den Wald spaziert und wir hatten zwei Hunde, jeder an der Leine, und auf einem Zeitraum oder einem Bereich von über 70 Meter ist ein Hund einfach auf uns zugeschossen bekommen. Der Mann hat den Hund extra noch losgemacht und ich habe tatsächlich meine Fassung komplett verloren, weil ich gedacht habe, auf einer geraden Strecke, es ist kein anderer da, er sieht, dass unsere Hunde an der Leine ist. Warum? Ich glaube, der hat mich einfach in einem sehr, sehr, sehr weichen Nervenkostüm getroffen und ich habe so gebrüllt, wie ich glaube, ich in meinem ganzen Leben noch nie gebrüllt habe. Da sollte er zugucken, bitte Entschuldigung, ich bin normalerweise nicht ich, aber ich habe das jetzt fast so verloren. Ich habe diesen Menschen angeschrien, ich habe den Hund angeschrien, weil ich einfach gedacht habe, wie kann es sein? Wie kann es sein? Der Mann war mittleren Alters, also mit Sicherheit auch gut gebildet. Sein Hund war in einer Scheinattacke auf unsere Hunde unterwegs und ich verstehe es bis heute noch nicht. Und dann höre ich noch diesen Spruch, der tut nichts und das regeln die unter sich. Und dann denke ich mir, welche Bücher hast du nicht gelesen? Das wäre mal besser, wie zu wissen, welche Bücher du gelesen hast. Ja. Wir haben hier schon Rückmeldungen. Die Kirsten sagt bei uns Emily. Ich glaube, ja, Kirsten. Das stimmt. Und warum kommt gleich nochmal eine gute Frage? Mhm. Ja, warum? 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 Also Emily ist quasi ein Bulldog, schon ich sag mal, in einem gesetzteren Alter. Und die dazukommende Bärbel ist eine Labradorhündin. Ich glaube mittlerweile 2, 2,5, ich weiß nicht ganz genau. Und die ist noch sehr, sehr verspielt und sehr lustig im Kopf. Ein Labrador gegen einen Bulldog. Also ich meine, das ist natürlich, beides sind das lustige Rassen, aber jeder in sich. Und die sind natürlich nicht miteinander eigentlich kompatibel, wenn man es mal genau betrachtet. Ein Bulldog, der sehr, sehr körperlich spielt. Ein Labrador, der zwar auch körperlich spielt, aber der schiebt und drückt nicht, sondern der ist natürlich in einer ganz anderen lustigen Form unterwegs. So, und das bedeutet, Emily ist sehr souverän. Die ist nicht die Erste, die losbrüllt, wenn was ist. Während ein Labrador als Erstes losschießt und sagt, hallo, hier bin ich. Ist doch egal, was kommt. Das ist nicht Unsicherheit, sondern das ist natürlich dann dieses Verspielte. Und das ist natürlich dann das, was bei vielen Leuten dann auch immer dazu kommt, weil der Labrador plötzlich losstürmt und sagt, hier bin ich, lustig, ich bin nett. Meint man sofort, das ist ein dominanter Hund. Ist es halt eben nicht. Es ist halt ein verspieltes, lustiges Verhalten, was aber sehr schnell auch zu einer Ernsthaftigkeit werden kann, wenn die blöde Erfahrungen gemacht haben. Emily dagegen hat, ich sag mal, auch Erfahrungen gemacht mit einem schon im Rudel lebenden Hund, der auch sehr stark klar war, und hat sich da durchsetzen lernen müssen. Dann verstarb dieser Hund und dann kam quasi dann Bärbel dazu. Und dann hat sich das Rudel neu bewegt und dann hat sich Emmy natürlich in der Situation klarstellen müssen. Also heißt, zwei verschiedene Rassen, zwei verschiedene Altersstärken, zwei verschiedene Denkweisen, zwei verschiedene Erfahrungswerte. Und da kommt natürlich der klare Sieger bei raus. Wer ist wirklich, wer schickt jemanden voran? Natürlich schicke ich doch als Bulldog den lustigen Labby immer voran und sage, geh mal da vorne klären. Habe ich gar nicht nötig. Ich komme, wenn du es mich brauchst. Ja, sehr interessant. Ja, Entschuldigung, ich habe sie älter gemacht, sorry. Die Biene sagt, wir haben 3 Mini-Aussie, denke ich, soll es heißen. Jetzt bin ich verunsichert. Also wahrscheinlich hatte sie eine andere oder eine andere Rangordnung im Kopf als jetzt nach deinen Ausführungen.
Meistens hier spielt ja auch sehr viel das Thema, ob ein Hund intakt oder nicht mehr intakt ist, also kastriert, unkastriert. Die Alter sind sehr wichtig und natürlich auch die Erfahrungen, die diese Hunde mit in ihrem Rudel oder sogar in ihrer Erfahrung mit den Menschen gemacht haben. Das prägt natürlich ein Wesen und einen Charakter nochmal richtig aus. Das heißt also, je nachdem, wenn man das auch mal auf den Menschen projiziert, je nachdem, wo man aufwächst, in welchen Gegenden, mit welchen Werten, mit welchen Erfahrungen man natürlich aufwächst, hat man ja ein ganz anderes Standing und Lebenserfahrungen, wie zum Beispiel ein anderer Mensch in anderen Gegenden nimmt. Also habe ich jetzt ein Kind, das in der Privatschule groß wird, dann ist das direkt ein Wirtschaftsingenieur, oder ich habe jemanden, der halt den handwerklichen Beruf erlernt hat, weil er halt im Endeffekt in dieser Gegend aufwächst. Das ist ein ganz anderes Standing, ganz andere Welt. Heißt also, das macht sehr viel mit einem aus, bei einem Hund auch. Und das unterschätzt man sehr viel. Man meint immer, man hat die Klassifizierung der Rasse und damit ist man eigentlich schon deutlich, wer hat da gerade das Sagen und wer nicht. Es ist aber wichtig, wie alt, wie viel Erfahrung hat dieser Hund, wie sozial sicher und unsicher ist er eigentlich, wie stark ist er auch auf den Menschen geprägt. Entscheidet er sehr viel alleine? Habe ich das Rudel sehr gut im Griff, dass ich sagen kann, okay, ich kann mal alle einzeln auf die Decke schicken, ich kann mir mal einzeln einen holen, kommt sofort wieder einer mit. Diese Rudelstellungen, die dann sozusagen in Rangordnung sich bewegen, das macht sehr viel aus. Und das muss man dann sehen. Eifersucht ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Eifersucht ist natürlich auch eine Rangordnung, logischerweise, denn geht ja um die Aufmerksamkeit vom Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit meinem Hund hier hinsetze und mit dem, ich sag mal, durchknuddel oder mit dem ich spiele, dann kommt natürlich der andere hin und sagt, ich auch. Und entweder lässt es der eine Hund zu, der eigene, und sagt, ja komm, dann spielen wir halt hier zu dritt. Oder aber ich habe einen Hund, der sagt, nee, Entschuldigung, mein Mensch, meine Welt, meine Zeit, die habe ich mir jetzt hier gepachtet. Oder aber, wenn Menschen miteinander rangeln oder aber sich lieb haben und liebkosen, all diese ganzen Geschichten gehören ja in diesem lebenden Weg auch dazu. Das kann auch dazu der Hund sagen, der sagt, Entschuldigung, ich bin hier die Nummer eins. Ich bin der Einzige, der sich hier sozusagen mit diesem Menschen bewegen und der mit dem kuscheln und der mit dem hier irgendwie sich lustig bewegen darf. Das sind alles Rangordnungsthemen. Deswegen Eifersucht ist ein ganz großes Thema. Deswegen ist mir immer wichtig, dass man klar macht, wer hat eigentlich welche Entscheidungen zu treffen. Und da sind wir wieder bei der Rangordnung. So, wir haben hier noch. Der Raphael sagt, also bei mir sind beide unsicher. Die Große versucht aber alles zu klären und geht eher nach vorne, aber eben aus Unsicherheit. Genau. Das ist ein sehr großes Thema. Das ist, glaube ich, auch, ich sag mal, etwas, was man dann sieht, wenn eine unsichere Hündin, dann oder der Große, nee, die Große, ne? Wenn eine Unsicherheit logischerweise vorliegt, dann ist das meistens sehr präsent, sehr laut, nach dem Motto, ich muss ja meinen Rudel schützen. Das Blöde ist natürlich, wenn der andere Hund so unsicher ist, dass der sagt, geh mal schnell nach vorne. Also wenn der andere Hund den großen Hund nach vorne schickt, dann ist das natürlich auch wieder etwas, was man bedenken muss, wo ich als Mensch vielleicht sogar in der Rangordnung mal Klärungen reinbringen muss. Denn wenn der Große, die Große aus Unsicherheit nach vorne geht, weil sie entweder geschickt wird oder aber weil sie gelernt hat, das tun zu müssen, dann können dabei ja blöde Erfahrungen bei hochkommen. Und damit meint sie, sie hat natürlich recht gehabt, keiner hat es hingekriegt. Wie gut, dass sie es irgendwie einigermaßen hingekriegt hat, deswegen wird sie beim nächsten Mal noch intensiver nach vorne gehen und noch lauter nach vorne gehen. Deswegen da bitte ein bisschen darauf achten. Ja, sie schreibt, sie geht dann mit Kamm nach vorne und rennt drauf zu und friert dann kurz vor dem anderen ein. Genau, macht sich durch den Kamm deutlich größer. Das ist halt eben genau der Grund, warum diese Kämme aufgestellt werden können. Rennt drauf zu, natürlich, um eine schnelle Präsenz zu zeigen, um zu sagen, hier, guck mal, wie ich bin. Und friert dann ein, ist natürlich genau dieser abwartende Moment. Reagierst du drauf, du gegenüber? Oder ist das der Moment, wo man dann sagt, dass die Rangordnung natürlich auch zeigt, wer hier gerade was zu sagen hat? Und wenn der andere sagt, oh, ich bin hier auch nur ein wenig in der Rangordnung unsicher, dann schießt er drauf los und dann knatschen die aufeinander. Wenn der aber einfriert und der andere sagt, oh, ich gehe mal ein bisschen drumherum gucken, dann hat ja die Große wieder recht gehabt und hat Erfolg mit ihrem nach vorne rennen. Ja, genau. Meist in die Hacken hinterher, ganz genau. Das war eigentlich mit Schicken, ne? Also nach dem Motto, immer schön brav den Großen nach vorne schicken, weil die hatte schon die meisten Erfahrungen gesammelt und die Kleine sagt, geh mal vorne checken. Als Mensch muss man die Rangordnung nochmal ein bisschen klären. Ja, die Biene fragt direkt, wie unterbindet das? Wie unterbindet das man am besten? Also wie unterbindet man das am besten so? Was genau? Ich vermute, dass nach vorne schießen bei Unsicheren.
Also das Allerwichtigste ist ja eigentlich, wenn man drei Hunde hat, und ich sag mal, gerade auch bei, was waren das, Minis, ne? Die Hütehunde sind natürlich auch eigentlich, ich sag mal, untereinander im Rudel dann sehr stark. Das heißt, da kommt natürlich eine so kleine Hackordnung auch sehr schnell dabei raus. Die hüten, die laufen nach vorne und man schießt natürlich nach vorne. Denn wenn einer loslegt, legen die anderen auch mit los. Das kann sehr schnell passieren. Für mich ist wichtig, unterbinden heißt, es muss eine gute Rangordnung passieren. Das heißt also, ihr müsst euch überlegen, wer ist wirklich sicher und wer ist nicht sicher. Ich muss die Unsicheren ja logischerweise darin stärken, dass sie halt nicht unsicher sein müssen, sondern am souveränen Verhalten mit denen arbeiten und nicht die dafür korrigieren, dass sie nach vorne schießen, sondern ich muss denen ja sagen, du hast es gar nicht mehr nötig. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Wenn die nach vorne schießen und ich sage, halt Mund, komm zurück, ist das was anderes, als wenn ich sage, du brauchst gar nicht nach vorne schießen. Das ist ein Riesenaspekt. Das bedeutet aber, die meisten Leute sind dann immer in dem Moment so verzweifelt, vielleicht wenn man sogar mehrere an der Leine hat und es kommt ein direkterer Dau, dann ist man natürlich sehr schnell überfordert. Für mich ist wichtig, wie unterbindet man das? Rangordnungen untereinander, Rangordnung mit jedem einzelnen Hund und dir als Mensch. Und für mich ist wichtig, denen beizubringen, werd souveräner durch, ich sag mal, geführtes Hundetraining, durch Führverhalten, durch gute Beziehungsarbeit und Vertrauensarbeit. Dann wissen die auch, was du alles kannst, wen du alles kannst, wen du alles lesen kannst, wen du alles führen kannst. Und dann brauchst du, wenn euch Hundebegegnungen dann kommen, kannst du eigentlich nur sagen, komm zu mir, brauchst du gar nicht, brauchst du nicht erledigen, haben wir hier alles erledigt. Vertrau mir, du weißt, wie Vertrauen geht, alles ist schön. Es ist bei dreien mit Sicherheit auch unterschiedlicher Stärke, auch bestimmt ein bisschen mehr Arbeit, aber das ist hinzukriegen, das ist gut hinzukriegen. Ja, der Raphael meldet sich nochmal. Die große Hunde unterbindet auch jedes Spiel und ich gehe dann stoppend dazwischen. Die Kleine kann dann leider nicht in den normalen Hundekontakt. Die Große braucht deutlich mehr Struktur, lieber Raphael. Das Wichtige ist, wenn die keine Struktur in ihren Abläufen hat und sehr viel selber entscheidet, warum soll sie das nicht auch entscheiden, wer spielt und wer nicht spielt? Das heißt also, es heißt nicht, sie darf nichts mehr, sondern sie braucht klar und Verstärkung da drin, was sie darf und was nicht. Das heißt, dein Führverhalten ihr gegenüber musst du nochmal deutlich klar machen. Also, wer entscheidet bei euch was? Wer geht nach vorne? Wer klärt? Wer ist derjenige, der halt die Entscheidungen im Zuhause trifft? Wo legst du dich hin, Hund? Wo kommst du zu mir? Wenn du zu mir kommst, gehst du wieder weg, dann hole ich dich. All diese Geschichten. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen Struktur, denn das geht wieder alles ineinander über. Ja, wie des Öfteren. Ja. So, ich muss hier nochmal gucken, nochmal nach oben scrollen. Die Susanna fragt, gibt es überhaupt dominante Hunde? Kommt Dominanz nicht aus der Situation heraus? Genau. Das war das, was wir eben schon am Anfang mal erklärt haben. Ne? Dieses Thema der dominanten Hunde, das ist eigentlich ein umgangssprachlicher Begriff, womit, glaube ich, sich viele Menschen sehr schnell identifizieren konnten, weil sie halt gesehen haben, wie ein Hund schnell nach vorne geht. Und für mich ist wichtig, bei so etwas, dass man sofort daraus schließt, dass der Hund ja dominant ist. Das schließt man, glaube ich, sehr schnell aus dem Menschenverhalten raus. Ne? Also man meint ja immer, dass halt die dominante Person etwas agiert und etwas klärt. Und deswegen, glaube ich, kann der Mensch das sehr schnell damit verbinden. Aber es gibt tatsächlich dominante Hunde. Es gibt aber eher ein dominantes Verhalten, wenn man das mal sagen darf, in jeder Situation einzeln. Und das kann auch, wenn ich ein Rudel habe, das ganz unterschiedlich machen. Und auch, wenn ich ein Rangordnungsthema mit mir und meinem Hund habe, dann ist ja nicht, wer ist der Dominante von uns beiden, sondern wer hat die Entscheidung zu treffen? Warum ist mein Hund unsicher? Dann geht der Dominant plötzlich wieder zu einer Situation über. Und das muss ich ihm halt beibringen, dass er gar nicht dominant sein muss. Und nochmal, dominant ist unsicher. Das versteht man halt sehr schlecht, finde ich. Ja. Die Iris fragt noch. Oh. Kito draußen im Haus, Heidi. Heidi ist draußen unsicher und poltert gerne mal los. Kito draußen sehr souverän. Im Freilauf lässt sich Heidi sehr Auf auf. Kito ein. Ja. Verlässt sich Heidi sehr auf Kito so. Ja. Ja, meine zwei süßen, meine süßen Windhunde. Also Heidi, glaube ich, ist, ich glaube auch deutlich jünger, wenn man es mal so genau betrachtet. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt Kito, ich sag mal, war, als Heidi eingezogen ist. Also
Es ist meistens so, zwischen Rüde und Hündin in einem Haushalt geht auch sofort eine andere Rangordnung los. Wie bei uns Menschen auch. Der Mann ist meistens für das externe Verhalten draußen zuständig. Das heißt, meistens kümmert er sich um den groben Bereich draußen. Die Frau ist, Elo, ich sag mal, wie im Endeffekt das früher schon war, für den Haushalt und für die Erziehung zuständig, also für drinnen zuständig. Alles, was extern gemacht wird, so war es evolutionär, hat der Mann es draußen gemacht. Er hat sich ums, ich sag mal, Feuer machen, ums Jagen gekümmert, um alles Mögliche, was da drumherum war. Die Frau hat geguckt, dass das Feuer nicht ausging und hat die Bude schön sauber gehalten. Und so ist das eigentlich bei einem Hund mit Rüde und Hündin in einem Haushalt immer noch so. Bedeutet, der Rüde ist natürlich draußen immer derjenige, der halt natürlich sich zeigen muss. Ist ja klar. Und die Hündin drinne hat ja auch Sinn. Die muss drinne alles sauber halten und der Rüde muss draußen alles sauber halten. Und das ist natürlich auch das große Thema. Warum verlässt sich dann Heidi auf Kito in der Situation draußen im Freilauf? Hat ja auch den Aspekt, logischerweise, der Kito sagt ja auch, folg mir, ich bin hier der Held. Und dann sagt sie natürlich, lass mir zwar nicht gerne die Butter vom Brot nehmen, aber lass uns das mal testen. Und dann werden die sich sehr schnell auch natürlich ein bisschen messen. Ja, spannend. Ja, außerdem Iris immer noch. Bin immer noch schwer verliebt in Heidi. Kito natürlich auch. Ich guck mal. Die Biene fragt, wann sie zum Training kommen kann. Ja, gerne melden, wirklich. Also ich kann das immer nur empfehlen, auch gerne mal eine Stunde mit mir, damit man mal vielleicht auch mit einem ganz anderen Blickwinkel mal seine eigenen Hunde nochmal durchleuchtet bekommt. Ja, das ist mit Sicherheit auch mal so ein kurzer Moment, wo man mal schlucken muss, weil man es vielleicht anders eingeschätzt hat oder wo man halt auch nicht weiß, wie man es hinkriegen kann. Es gibt mit Sicherheit ganz viele Trainingsansätze, die ich mitgebe. Und ich glaube auch, wenn man das dann einmal verstanden hat, dann bleibt man auch am Ball. Und das finde ich eben das Wichtige. Und ich meine, man hat es ja auch bei dir gesehen, Verena. Das Thema ist ja, dass man am Anfang immer noch völlig klar ist, man hat gute trainierte eigene Hunde und es funktioniert, man hat gute Abläufe, alles ist toll. Und plötzlich spreche ich nur mal ein Thema an und schon ist irgendwie alles mal im Umdenken. Und das heißt ja nicht, dass es deswegen schlechter ist, im Gegenteil, sondern man denkt mal anders nach. Und das ist eben wichtig. Also zum Training melden, dann alles gut. Ich kann es natürlich immer wieder auch mal machen, aber alles gut. Sie fragt gerade noch sehr gerne, wo bist du? Ich bin in Griffenbruch mit meinem Trainingsgelände. Ich bin im Rheinkreis Neuss, Erftstadt, Erftbereich, Rhein-Erft-Kreis. Bis in den Kölner Raum, aber zu mir persönlich auf das Trainingsgelände kommen sie wirklich tatsächlich um hunderte von Kilometern zu mir. Also, ruhig drauf. International, ne? Also auch aus Holland kommt man angereist. Holland, Belgien ist mittlerweile auch schon dabei, ja. Ja, sehr schön. Sehr schön, wenn die Leute mir vertrauen, das ist ja gut. Die Simone fragt, gibt es einen Tipp, wenn ein Hund eifersüchtig auf den anderen Menschen ist und der andere Hund auf den anderen Hund? Muss ich jetzt mal ganz kurz lesen. Also, gibt es einen Tipp, wenn ein Hund eifersüchtig auf den anderen Hund ist und der andere Hund auf den anderen Hund? Also, ich vernehme, Pablo ist eifersüchtig auf den anderen Hund, wenn der in deine Nähe kommt, richtig? Und das heißt, der andere Hund ist eifersüchtig auf den Menschen. Frau Simone, ich brauche Input. Ich verstehe es noch nicht ganz. Ich brauche ein bisschen Input, bitte. Ja. Ah, okay, also Pablo ist eifersüchtig also wegen dir natürlich, ne? Weil der andere Hund sozusagen jetzt da dran kommt. Und also Pablo ist natürlich auch ein Hund, der in seiner sehr starken Präsenz, so wie er halt natürlich als Alaska Malamut ist, natürlich auch ein Hund, der sehr hohe Werte auch vermittelt bekommen hat. Nicht wahr, liebe Simone? Du wolltest das so. Und für mich ist wichtig, es gibt halt Dinge, wo Pablo natürlich auch einen sehr großen, Wert drauf legt. Also nach dem Motto, meine Frau, meine Mama, meine Welt. Und wenn dann jemand anders dazukommt, dann lässt er das mal kurz zu. Aber wenn es ihm zu viel wird, wird das klären wollen. Der andere Hund, eifersüchtig auf dich. Ja, klar, weil Pablo ihm klar gemacht hat, das ist meine. Und deswegen will er natürlich auch da dran. Und weil das ist ja spannend. Das ist wie mit Kindersachen, Kinderspielsachen im Kinderzimmer. Es liegt was in der Ecke seit Monaten, kommt ein Nachbarskind rum und will genau das haben, will derjenige, dem das gehört, sagen, da wollte ich gerade mitspielen. Und genauso ist das hier auch. Pablo sagt,
die ist zwar da, die ist auch gut, aber wenn der andere da ist, ist Frau ich natürlich viel besser und dann will der natürlich auch da dran und sagen, die will ich auch. Ist ja klar. Also, weil das ist das Beste gerade hier im Haus. Und das heißt natürlich auch, dass da sehr schnell Rangordnungsthemen sind. Ja, es gibt Tipps zu diesen Themen, egal wer wann auf wen eifersüchtig ist. Für mich ist deutlich, ich glaube, die Hunde sind auch noch nicht so eng lange beieinander. Ja, genau, wenn ich zu nah, ja, logisch, auch das. Also, das heißt, der andere Hund ist natürlich auch eifersüchtig auf ihn. Gleiches Spektakel. Genau. So, das heißt, die beiden, Chuck hier und Ralf, haben die gleiche Problematik wie du und Pablo. Er ist eins und ihr seid eins. Und ihr habt beides sehr starke Rüden, die natürlich sagen, Rangordnung, meins. Bleibt bitte dabei, sehr, sehr, sehr intensiv und wirklich gut die Strukturen zu machen. Also, jeder auf seine Decke, keine freien Entscheidungen, wenn ihr zusammen seid. Und das Wirkliche ist, Freilauf darf es geben, aber natürlich bitte, bitte, bitte geführt. Kauartikel oder auch Futtervergabe, jeder seinen eigenen Hund. Oder aber wirklich auch so, dass es da keine Rangordnung zu gibt. Zeitgleich gehen. Nicht dieses erste eine, dann der andere, weil das ist mein Hund und das ist dein Hund. Dann, wenn ihr das wirklich jetzt zusammenführen wollt, fangt bitte an, die wirklich gleich zu halten, weil ihr trefft die Entscheidung. Heute dürft ihr beide essen. Punkt. Das sind Hunderassen, die nicht wie ein Labrador sagt, auch Hauptsache essen, sondern das sind Hunderassen, denen ist das Essen zweitrangig. Wichtiger ist eher, wer bekommt das bessere Essen. Und das ist auch noch entscheidend. Und das ist natürlich etwas, da sind feinste Nuancen, die können zu Explosionen führen. Deswegen ganz, ganz, ganz klare Strukturen. Du als Mensch darfst dich frei bewegen. Heißt, wenn der Hund sagt, du darfst es nicht, dann überlege die Struktur. Puh. Okay. Simone, ist alles klar oder hast du noch Fragen dazu? Ansonsten hast du, glaube ich, Nicoles Nummer. Ja. Genau. Okay. Jetzt finde ich das Thema ja auch sehr, sehr spannend, gerade in Bezug auf Zucht. Mhm. Wir haben ja auch auf meinen Rudel geguckt, in Betracht dessen, dass Polly ja Welpen kriegen sollte. Jetzt wandelt sich das ja auch. Und da hast du ja auch schon einige Geschichten erzählt, beziehungsweise das höre ich auch von anderen Züchtern, dass es immer wieder Hündinnen gibt, die sich nicht decken lassen, die leer bleiben. Das hat auch ist auch ein Rangordnungsthema, richtig? Absolut. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass der Hormonstatus natürlich ein ganz wichtiger ist und sehr, sehr viel Wert auflegt. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel einen kastrierten Rüden zu Hause habe und habe dann eine Hündin, die ich neu dazu bekomme, meinetwegen als Welpe, dann kommt es tatsächlich so, dass der Welpe zwar mit Hormonen reinwächst. So, und irgendwann hat er ja Hormone. Und urplötzlich ist er ja im Rang etwas Besonderes, weil er sich ja noch vermehren darf. Bedeutet, egal ob ich das will, dass der Ältere, der schon länger im Haushalt dabei ist, derjenige ist, der immer was zu sagen hat und der immer ranghoch ist, habe ich aber eine natürliche Rangfolge durch die Hormonthematik da drin. Also wenn ich ein unkastriertes Tier dazu packe, egal ob es mit ranwächst oder dazukommt, dann habe ich ein Hormonstatusthema. Dann kann ich noch so an der Rudelstellung oder am Rangordnungsthema arbeiten. Untereinander ist das völlig klar. Und dann muss ich als Mensch, wenn ich eine Zucht habe, natürlich ganz anders agieren. Ich muss dasjenige Tier, was halt quasi, ich sag mal, gedeckt werden soll oder decken darf, natürlich in den Rangordnungen muss ich das auch natürlich nach oben holen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denn es kommt nicht selten vor, dass Hündinnen entweder leer bleiben beim Deckakt, weil sie halt sagen, ich darf gar nicht, oder aber Welpen totbeißen, auch noch Tage nach der Geburt, wenn diese Rangordnung innerhalb des Rudels nicht stimmt. Und das muss man wirklich definitiv durchleuchten lassen, denn das ist für mich etwas, was ich einen ganz großen Punkt finde, dass Züchter, die mehrere Hunde haben, das nicht gern bedenken. Die sagen einfach, passt jetzt in der Zeitreihenfolge, der Hund ist jetzt läufig, in einem halben Jahr ist der andere Hund läufig, dann gehen die mal eben der Reihe nach durch, dann haben wir ja ein paar Teile.
haben wir ja genug Welpen, können wir gut dann irgendwie. Nee, es geht ja eben nicht darum, mal eben das, was der Mensch sich gerade am besten, wo es zeitlich reinpasst oder wo es am besten organisatorisch reinpasst, sondern wenn ich ein Tier habe, das gerade gedeckt hat oder ein Welpen, einen Wurf hatte, dann ist der natürlich ganz oben. Und wenn ich das natürlich nicht mache, wie will ich denn dann in dem Moment sofort sagen, deine Stellung ist ganz weit unten? Also deine Welpen sind jetzt weg und jetzt kommt der nächste nach oben. Das ist ein Bedarf. Der muss halt wirklich auch gedeckt werden. Das muss ich auch vorher schon ein bisschen anpassen können. Da muss ich ganz viel Struktur machen. Ansonsten hat dieser Hund logischerweise ganz gerade Bedarf, dass das nicht gut funktioniert. Und wenn ich einen Hund habe, der plötzlich gedeckt wird, obwohl er gar nicht ranghoch ist, und komme mit diesem gedeckten Hund nach Hause zu dem ranghohen Tier, das gerade leer ist, schon Welpen hatte, dann kann das zu einer riesen blöden Beißerei kommen aus dem Nichts. Das muss nicht eben sofort passieren, aber es kann Tage später passieren. Das sind Eifersuchten, die natürlich hormonell gesteuert sind. Das ist ein normaler, natürlicher Prozess. Da geht es um Eifersucht. Das heißt also, Ranghoffnungen sind ganz wichtig im Bereich Zucht. Das heißt, wann sollte so ein Züchter da drauf gucken lassen? Also direkt vom Deckakt wird wahrscheinlich nicht mehr viel bringen, oder? Weit vorher? Ich glaube, das Wichtige ist, glaube ich, wenn ich Züchter bin und habe mehrere Hunde, sollte ich auf jeden Fall mal die Rangordnung durchleuchten lassen. Und für mich ist auch wichtig, dass die Rangordnungen dann auch gelebt werden. Also je nachdem, wer gerade dann der Ranghohe werden soll. Das ist nicht nur heute bist du's und morgen bist du's und übermorgen bist du's, sondern das muss dann auch durchgezogen werden. Wenn ich aber immer noch in meinem Herz an dem anderen Hund liege und sage dem, du bist das jetzt, weil du ja mal gedeckt werden sollst, das werden die Hunde sofort merken. Das heißt also, ich muss natürlich in der Form schon klar sein, dass die Strukturen für alle wichtig sind und dass die auch wissen, wer ist der Erste, der Liebebedarf bekommt, wer ist der Erste, der, ich sag mal, vielleicht sogar eine erhöhte Liegeposition haben darf, wer ist derjenige, der das Essen bekommt, wer hat am meisten den Freiraum. Das sind diejenigen, die natürlich sich in diesem Rang sehr, sehr weit oben bewegen dürfen. Und wenn ich das zu spät mache, also nach dem Motto, nächste Woche wirst du gedeckt, heute fangen wir mal an, das könnte einfach zu wenig sein, weil dann muss das erst mal geklärt werden. Warum ist jetzt plötzlich die und nicht ich? Also das, meine, wenn mein Mann morgen eine neue Frau mit nach Hause bringt, würde ich ihr auch sagen, Entschuldigung, wo ist jetzt hier gerade der eben zu klären? Also die ist jetzt neu hier. Das ist klären. Das ist wirklich so. Und das unterschätzt man, gerade als Züchter, weil man ja immer nur die zeitliche Reihenfolge vor Augen hat, wann welcher Hund gerade am besten reinpasst. Das ist aber genau falsch. Deswegen bleiben viele, viele Deckakte leer. Mhm. Also so früh wie möglich. Wenn ich eine Rangordnung habe, muss ich die durchleuchten lassen und dann muss ich danach leben. Die kann ich auch natürlich ändern, wenn der Welpenbereich ausgezogen ist und dann geht der neue Weg rein. Natürlich riechen die auch. Du bist gedeckt, du bist jetzt quasi hier gerade in dem Bedarf, dass du jetzt quasi die Welpen hochziehst. Und wenn ich da einen Frechdachs dabei habe, der kann das ganz schnell, das Programm Zucht, ja, niedermachen. Also früh genug, bitte. Okay. Also wenn die Rangordnung echt auch richtig klar ist, also wirklich klar ist, kann man die ändern? Ja, kann man die dann ändern? Ja. Man kann Sequenzen natürlich auch steuern, das auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass man das in jeder Lebenslage perfekt hinbekommt. Aber man kann vieles steuern und das ist das, was ich meine mit Strukturen. Wer hat welche Entscheidungen zu treffen? Also das heißt, wenn die untereinander eine Klarheit haben, aber ich das darüber bestimme als Mensch, dann habe ich noch eine Chance über Strukturen, auch nochmal derjenige, der meint, der ist ganz oben, auch nochmal wieder ins Rudel reinholen. Das ist aber das, was ich meinte mit der Fleißkärtchenarbeit. Das muss ich dann auch wirklich auch durchziehen. Das geht auch noch im Nachhinein, aber das Rangordnungsthema unter den Hunden bleibt bestehen. Ich bin nur diejenige, die das halt formen kann. Okay, sehr spannend. Die Biene fragt also, muss ich bei jedem Decken vorher die Rangordnung ändern? Naja, ändern oder anpassen. Ne? Also es ist ja schon noch ein Unterschied. Wenn ich ändere, ändere ich das für mein Leben, also immer wieder. Wie bei, ich sag mal, Polly war es ja jetzt nun mal so, dass die, ich sag mal, nach dem Wurf ja nun auch leider kastriert werden musste. Das heißt, damit ist natürlich auch klar, dass die Rangordnung bei ihr durch die Hormonveränderung auch sich ändert.
Damit ist natürlich AIDA, die aktive oder intakte Hündin, natürlich schon wieder ganz weit oben. Und das bedeutet, da war in dieser Rangfolge nicht mehr viel dran zu tun. Wenn ich aber trotzdem noch intakte Hündinnen habe und dann da die Würfe verändere, dann muss ich dranbleiben. Dann muss ich das immer wieder anpassen und immer wieder klären, wer gerade hier die Nummer eins ist. Nochmal, die Hormone werden sehr gut gerochen, die werden sehr gut klargestellt. Ihr könnt nur führen. Ihr könnt nichts unterbinden und unterbrechen. Der normale Zugang ist da drin, aber ich muss die Rangordnung. Wer entscheidet was, das muss ich klären. Da muss ich ran. Ja, sehr, sehr spannend. Muss man mal ganz kurz ein Lutscherbällchen nehmen. So. Durst. So, habt ihr Zuschauer denn noch Fragen zum Thema Rangordnung? Mal raus damit. Was mich noch gerade interessiert, du hast ja noch gesagt, so ganz habe ich das jetzt noch nicht, also dass durchaus auch Welpen totgebissen werden von der ranghöheren Hündin oder von der, die Welpen gekriegt hat, die aber meint, sie darf ja gar nicht. Genau. Das passiert mitunter sehr oft. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr noch eine Ridgeback-Züchterin da gehabt, die hatte 4 Hündinnen, Ridgeback-Hündinnen, und 2 von denen sind immer leer geblieben und 2 von den anderen wurden immer sozusagen die Welpen totgebissen, wenn sie die nicht woanders in ein anderes wirklich geschützten Bereich hatte. Und spätestens dann, wenn die Welpen in den Freilauf kamen und einer der Hündinnen kam da dran, dann wurden die direkt totgeschüttelt. Das war sehr schnell, das geht auch sehr schnell. Und ich meine, das sind Jäger, also es sind, also ich meine, das geht da ruckzuck und warum nicht? Also ich meine, wenn die nicht toleriert werden und ich das als Mensch nur durch Geschrei versuche zu unterbinden, dann kriegen ja diejenigen, die totbeißen wollen, natürlich auch sehr schnell Aufmerksamkeit dafür. Also wird das Jagen und das Töten damit natürlich mitunter einfach in der Rangordnung erst recht aktiviert. Das muss geklärt werden, ansonsten war es nicht. Und wir haben halt ein bisschen gearbeitet und plötzlich durften die das auch und plötzlich waren auch zuckersüße 8, 9 Welpen dabei und der zweite Wurf waren dann auch wieder 6 Welpen dabei. Also das heißt, wenn man es einmal richtig weiß, wie man damit umzugehen hat, dann geht das auch ganz, ganz gut. Aber es sind soziale Rudeltiere, die natürlich auch sagen, mit mir hier nicht, hier darf sich keiner vermehren, hat mit mir keiner abgesprochen. Mhm. Das ist ein natürlicher Prozess, leider. Wie ist das denn, also ich... die Rangordnung. Ist bei uns Menschen ja ähnlich. Ich glaube, dass ja auch viele Frauen, wobei ich ja auch in dem Thema wirklich ganz, 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 ganz weit weg bin, aber dass ja auch viele Frauen auch gar nicht, ich sag mal, Kinder gebären können oder die Kinder auch mitunter verlieren, wenn sie sehr viel Stress haben, wenn irgendwas natürlich da auch nicht in Ordnung vielleicht ist, wo auch immer, wenn sie durch Arbeit viel gestresst sind, durch irgendwelche psychischen Probleme, durch irgendwelche Themen drumherum, egal was auch immer, es ist eine Vielfalt von Informationen, die man ja nicht weiß. Aber das kann ja auch sehr viel daran liegen, ne? Dass dann halt da Frauen auch nicht aufnehmen können. Ne? Das stimmt. Und in der Humanmedizin ist schon sehr, sehr vieles möglich heute in der heutigen Welt. In der Tiermedizin kommt das ja jetzt auch nach. Also dass da natürlich auch die künstliche Befruchtung wird ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Also ich erlebe das auf Tierärztenkongressen, wo man das so ein bisschen rauslesen kann. Das ist ein ganz großes Thema. Die Tierärzte versuchen sich da gerade mit zu etablieren. Was ich ja erstaunlich finde, du kennst ja Polly. Und bei 2 Männern ist sie sehr rangniedrig. Also da ist wirklich, sobald die kommen, dann macht die unter sich und macht sich klein, also sehr devot, aber wirklich nur bei diesen 2 Männern. Mhm. Ja, kann verschiedene Gründe haben. Möchtest du sie wirklich hören oder willst du sie unter 4 Augen hören? Also es kann verschiedene Gründe haben. Das eine ist wirklich, dass die Männer entweder sehr stark Testosteron gesteuert sind, also dass sie wirklich sehr viel starke Hormone haben. Das andere Thema ist, dass die Männer auch ein sehr starkes Auftreten haben, sehr souverän sind und auch sehr künstlich sich vielleicht sogar darstellen und sehr präsent natürlich da sind, also sehr darstellend und auch dann mitunter durch Zeichen und Gestiken vielleicht irgendwann mal gezeigt haben, Polly, du hast ja nichts zu Klamotten, oder aber die sofort Polly eigentlich außer Betracht gelassen haben und haben sich vielleicht nur um dich gekümmert, wo sie das auch nicht verstanden hat und hat gesagt, ich möchte das so nicht. Es kann so viele Gründe haben, also das ist ein bunter Strauß von Informationen, aber das Wichtige ist ja, also das liegt natürlich an nicht an Polly selber,
sondern das liegt an den Erlebnissen. Und das kann Geruch, das kann Hormon, das kann Ausdruck, das kann Auftreten, das kann Auftreten dir gegenüber, Auftreten des Rudels oder wie auch immer sein. Also sie ist ja eh erstmal bei Fremden ein bisschen vorsichtiger wie andere, aber wenn sie einmal Herz auf hat, dann geht sie ja sofort in diese Kuschelphase rein. Aber das ist tatsächlich etwas, was man sich bei ihr ein bisschen erarbeiten muss. Ja. Ach ja, gut. Okay. Scheinen gar keine Fragen reinzukommen. Alles schon erklärt. Ich hab sie alle jetzt verschreckt. Nee, ich glaube, die denken alle nach. Und lassen Sachen. Also das Wichtige, was wir jetzt haben, ist quasi, dass Hormone ein Rangordnungsthema ausmachen, dass Rangordnung sehr stark durch einzelne Abläufe und Prozesse im Tag laufen. Also sprich, wer bekommt zuerst Essen? Wer darf als erstes quasi auf die Couch? Wer darf als erstes mit der Leine raus? Wer verlässt als erstes das Haus? Wer ist der Erste, der im Auto sitzt? Wer ist der Letzte, der aus dem Auto rauskommt? Wer darf als erstes Liebe haben? Wenn ich den streiche, kommt der andere auch. Also all das macht total viel aus. Und das muss man sich mal überlegen, wer hat welche Entscheidungen zu treffen. Und für mich ist immer wichtig, dass man das einfach mal durchleuchtet, auch mal sich selbst durchleuchtet, bevor ich immer nur suche, dass ich ja einen dominanten Hund habe und mir das vielleicht sogar durch den Trainer habe erzählen lassen, mein Hund ist dominant und damit ist das Thema durch. Oder ihr Hund ist aber fies. Ja, aber warum? Also der ist ja dann nicht fies, weil er einfach ein fieser Hund ist, sondern er ist ja eigentlich zu Hause ein ganz lieber Hund, aber draußen halt eben nicht, weil er unsicher ist. Dann muss ich als Mensch auch was tun. Das macht Rangordnung aus. Wenn er bei mir gegenüber sich alles erlauben darf und in der Rangordnung ganz oben ist, warum soll er das draußen nicht sein? Das leuchtet sich mir nicht ein. Und wenn ich den zu Hause vertüddel und draußen bin ich ein ganz harter Hundeführer, dann habe ich doch zwei Gesichter. Warum soll der Hund mich ernst nehmen? Entweder ihr seid klar und immer so oder ihr lasst es ganz bleiben. Also dann vertüllt ihr noch draußen, dann lass ihn noch machen, was er will. Also wenn ich meinen Hund, ich sag mal, pinke Schleifchen ins Härchen mache und dem sage, das ist das tollste Hundebett der ganzen Welt und ich gebe dir hier die größte Liebe der ganzen Auffassung, aber mach dich nicht dreckig, mach dieses nicht, geh nicht auf andere Hunde los und mach das nicht. Und wenn ich rufe, kommst du bitte. Und warum soll der Hund das tun? Wenn ich einerseits als König oder Königin gebettet werde, warum soll ich draußen nicht König und Königin sein? Das muss man klar vor Augen halten. Und dieser Status, der muss ein bisschen angepasst werden. Das fängt 95% bei uns zu Hause an. Ja. Das heißt nicht, dass ein Hund nichts darf. Das ist falsch. Ich habe mit Sicherheit Menschen, die mich mit meinen Hunden erleben. Was möchte sie erzählen? Die mich mit meinen Hunden erleben, die werden auch natürlich feststellen, dass meine Hunde auch ihren Dickkopf haben. Ich meine, ich möchte das auch. Ich möchte auch, dass die mir sagen, was denen gefällt und was nicht. Ich möchte aber auch sagen, wenn du jetzt mich anstupsen kommst, kann ich auch darauf reagieren. Dann mache ich das auch mal spielerisch mit oder ich gehe halt auch auf diese lustige Einheit ein. Ich kann aber auch einfach sagen, nee, jetzt nicht. Und dann ist auch der Rang zwischen uns geklärt. Ich darf entweder darauf eingehen oder nicht. Und das darf sie auch. Wenn ich sage, hallo, komm mal zu mir, darf sie auch mal entscheiden, ob ja oder nicht. Aber wenn es ernst ist und ich sage, komm, dann hat der Hund auch zu kommen. Und das ist klar. Das heißt, ich schaue auf ihre Bedürfnisse, sie schaut auf meine Bedürfnisse. Und wenn ich ja angeblich ein Bedürfnis habe, dann muss sie das mir auch sagen können und sagen können, hallo, brauchst du gerade mich als Sicherungsperson oder als Sicherungshund oder brauchst du mich gerade als Kuschelhund oder brauchst du mich gerade als Hund, der in deinem Leben ganz wichtige Punkte machen muss, dann ist das so. Und ich möchte keine dressierten Hunde haben. Ich persönlich möchte es nicht, aber wenn ich sage ab, dann hat die auch abzugehen. Wenn ich sage, sie soll herkommen, dann soll sie auch herkommen. Wenn ich aber in einer lustigen, einer netten Stimmung sage, nee, hör mal, heute nicht, nur gehst du jetzt mal wieder weg und geh mal ab und hab das eine ganz andere sensible Stimme, dann sagt die, das meinst du doch gar nicht so. Nee, stimmt, das meinte ich eigentlich auch gar nicht so, aber es wäre jetzt gut. Wenn ich sage ab und guck die an und sage, ja klar, bis hier noch nicht weiter, dann tut sie das auch. Das heißt, die Rangordnung ist geklärt und das finde ich okay. Das heißt also nochmal, es geht nicht darum, den Hund in eine pure Dressur reinzuholen und nur die Triebhaftigkeit zu führen und nur Kommandos abzufragen und die Hunde nur einzuschränken. Das ist falsch. Das ist kein Rudelverhalten. Mein Mann würde mich auch nicht einschränken können. Und ich würde es auch nicht wollen. Also weder in die Richtung noch in die andere Richtung. Die Bärbel sagt noch, wir haben nur einen Hund und das reicht uns zurzeit auch. Milo oder Milo, ich weiß es immer nicht, ist ängstlich. Milo.
Milo geht ängstlich, ist ängstlich, geht nach vorne, wenn der andere Hunde auf ihn zuläuft. Er geht hinter uns. Eigentlich an sich ja gut. An sich ist es ja gut, dass er selber sagt, ihr habt mir versprochen, ihr könnt es, und dann macht es auch bitte. Ich glaube auch einfach dadurch, dass diese Rasse, natürlich die Magerwischler, sind an sich sehr, sehr, sehr sensible Hunde. Und durch dieses sensible, verspielte wird der halt natürlich auch das ausgeben und sagen, ich bin ein sehr weiches, sensibles Hündchen. Dann können die natürlich auch das sofort lesen. Und dann kriegen die natürlich Scheinattacken von anderen Hunden und sagt, du ergibst dich jetzt mal eben schnell, du wirkst ja schon so. Dann zeigt es ihm und sagt, okay, klären wir mal eben, guck mal, der ist nett, dann darfst du jetzt spielen. Das will Milo mitunter auch einfach nur fragen. Aber das ist natürlich auch anstrengend, klar. Man will ja lieber gerne sehen, dass alle Hunde mit allen Hunden irgendwie verbändelt sind. Das muss es aber nicht. Dafür ist Milo nicht gemacht. Ja, ich finde ein sehr, sehr schönes Die Iris Willems schreibt natürlich auch schon nach dem Motto, ich ihr damals bei diesen Zusammenführungen von Tito und Heidi halt auch damals geholfen habe. Es ist tatsächlich auch so. Ne? Also das heißt, Tito, ein, ich sag mal, präsenter Rüde draußen, der sehr viele Entscheidungen getroffen hat, der war halt der König. Und sie schreibt gerade, was mit dem König ist mir noch gut im Gedächtnis. Ja, wir mussten vom König erstmal zum Prinzen runterkommen. Dann ist er ja immer noch in seinem eher hohen Status. Es ist ja nicht so, dass ich aus einem König einen Bettler in meinem Kreis mache, sondern ich hole ihn nur wieder in das Rudel wieder zurück und integriere ihn da rein. Dann kann er auch Welpen machen. Da kann er auch andere Hunde akzeptieren. Wenn er aber als König von mir geführt wird und ich gebe ihm alles, dann warum soll er das nicht woanders auch machen? Das muss man sich gerade vor Augen halten. Vom König zum Prinzen und von der Königin zur Prinzessin. Diejenigen, die mich kennen, die kennen diese Sprüche, glaube ich, auch gut. Ja. Ja. So, ich glaube, wir sind auch schon wieder am Ende. Ich klären wir noch gerade, wie wir hier weitermachen. Ich glaube, das können nicht nur wir zwei alleine entscheiden. Also ich würde gerne, wenn es für dich recht ist, das einfach auch mal so ein bisschen so mit in den Raum schmeißen. Gib uns einfach mal so in den nächsten 3-4 Tagen mal so ein bisschen Rückmeldung, ob wir wirklich 14-tägig dienstags um 19 Uhr für euch die Fragen beantworten sollen, dann würden wir es wirklich 14-tägig machen. Aber dann müsst ihr mir auch versprechen, ihr seid dabei. Wenn ihr sagt quasi, ja, es kommen Sommerferien und ich bin jetzt ganz klar, wir sind viel in Urlaub und so, mir reicht einmal im Monat, bin ich auch völlig fein damit. Also das heißt, ich stelle gerne mein Wissen und meine Zeit zur Verfügung, die Verena genauso, und wir haben uns das ja auch nicht umsonst ausgesucht. Wir haben gesagt, wir werden ein bisschen auch gebraucht da draußen. Die Leute hören uns gerne zu und die möchten auch gerne unser Wissen haben. Gerne. Könnt ihr, also nochmal, entweder 14-tägig, dienstags 19 Uhr oder aber einmal im Monat. Wir können das auch genauso. Ja, also das heißt, Rückmeldungen. Vielleicht machst du einfach eine Umfrage, Verena. Mach mal eine Umfrage, ja. Nimm dir mal dran teil und dann würden wir dann quasi in 14 Tagen nochmal sagen, wie wir denn dann jetzt weitermachen. Genau. Gut. Sehr gut. So, Kirsten hat es gefallen, Biene auch. Vielen Dank. Sehr gut. Udo ist dabei, vielen Dank. Ja, schön an der Umfrage teilnehmen, also auf der Experten-Talk-Seite, Hundeprofis-Experten-Talk. Seite wird die Umfrage stattfinden. Aber wir teilen auf deiner Seite und woanders auch noch. Mal gucken. Ja. So, Bärbe sagt auch, macht bitte weiter. Schönen Abend euch. Vielen Dank. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und danke, dass ihr trotzdem wieder mitgemacht habt und dass ihr uns so weit so brav zuhört. Und ich, ganz großes Herz. Dankeschön für alle. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.